Ja Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play. Duke Nukem Forever. Letztes Mal haben wir das hier ja angefangen mit diesem beschissenen Kacksprung. Und ich habe die Lösung von der Problem gefunden. Nämlich, man muss Videoeinstellungen, ja genau, V-Sync oder ausgesprochen vertikale Synchronisation aktivieren. Denn sonst geht der Sprung nicht. Das hat irgendwie was mit der Physik zu tun. Und das will ich aber mal erklären, weil bei einigen Dingen ja schon Physikprobleme hatten. Das heißt, wir können den Sprung jetzt durchführen. Also es war ja echt eine Tortur. Ich war echt ein bisschen verzweifelt, ey. Warum das nicht ging? Das hat mir auch keine Ruhe gelassen. Ich war echt so, what the fuck, es geht nicht. Und ja. Aber jetzt geht es. Jetzt sind wir hier und machen wir ganz normal, wie jedes Spiel auch. Genau. Aus die Maus, es geht weiter. Sehr schön, ne? So, wir machen jetzt weiter, ja. Oh, wow, eine Rakete. Ja. Oh. Geplättet. Scheiße, Arsch. Regnet Blut, Baby. Na, komm her. Bam! Das dürfte weh. Ja, wir machen weiter. Ich bin so froh, dass es jetzt wieder funktioniert. Warte. Ist das nicht kaputt? Oh Gott, hier das Auge Saurons wieder. Wie ich das jetzt irgendwie mal benannt habe. Oh Gott. Weiß ich auch nicht. Wo es hier jetzt weitergeht? Was? Ach Gott! Ich bin der wahre Duke Nukem. Eier aus Stahl. Fresst Scheiße und sterbt. What? Du kannst hier so ein Hologramm machen wie Zero Borderlands. Ah, wie geil. Hi. Oh, scheiße, jetzt habe ich das weggeschmissen. Oh, schade, das hätte ich gerne Aktion gesehen. Ich wollte mal wissen, was es ist. Okay, dann werden wir bestimmt nochmal bekommen. Oder das ist ein Cooldown. Dass man jetzt mal Zeit wieder nutzen kann. Hm. Wo müssen wir jetzt lang? Wie geil. Ah, das ist ja abgefahren. Ah, der Ego-Shooter macht schon Spaß. Ich habe aber schon gelesen, dass der Shooter ja irgendwie nicht so gut sein soll oder ja, sehr kontrovers aufgenommen wurde. Ich muss sagen, wundert mich. Also das einzige das Problem, glaube ich, sein könnte, wo das herkommen könnte, ist das Butter-Gameplay. Wenn das ist wirklich sehr speziell. Was ist denn hier? Sehr speziell. Das ist speziell, ja. Öffnen? Also. Eine Ratte. Groovy. Was ist hier? Aha. Ja. Jetzt habe ich das ja auf jeden Fall vertikal Synchronisation mal an. Nicht, dass das jetzt normal passiert, weil deswegen irgendwas nicht erreichen. Ja, tut mir auch leid, dass die Session so endete. Aber ja, das ist ja, wenn man Bugs hat, ne? Und gerade bei alten Spielen. Das war eine tolle Idee. Ja, das war eine phänomenale. Ja, wo geht's da lang?
ein Glück gehabt. Ja. Yeah. Geht's noch? Geht's noch? Nö. Warte mal. Ja. Naja. Ah, scheiße. Jetzt, aber das Auto geht noch, oder? Ah, okay. Okay, ja, das war eine Rampe. Ah, okay. Gut. Ja, das ist ein Kapitel, ne? Jetzt habe ich wieder eine gleiche Szene. Eine spinnende Szene gefunden, wo ich wieder kurz nicht weiter kam. Oh, na gut, das will ich nicht schaffen. Hab ich nicht gesehen. Ja, okay. Ich war wirklich irritiert, weil es gab so einen YouTuber, der hat das wohl genauso geschafft, ohne Faulsinn. Weil ich das war, weiß ich nicht. Der hat an einem Punkt jetzt schnell hochgeboostet. Und, naja, es kann auch sein, dass es dann auch ohne Faulsinn immer noch geht. Man muss ganz genau fahren, das kann natürlich sein. Man dann vielleicht irgendwie. Ja, war jetzt aber nie so weit geflogen. War das eine dumme Idee? Oh nein. Ach, come on, Alter, ernsthaft? Ich hasse dieses Auto. Checkpoint gesichert. Kein Benzin mehr. Naja. Dafür aber Aliens, oder wie? Na Gott, ihr Pisser! Ein schöner Tag zum Töten. Und tschüss! Ich wünsche ein schönes Ferrero-Küsschen, so. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Eine Bar mit Waffen ist meine Lieblingsbar. Oh ja, hier sind ein paar Arschtritte angesagt. Oh. Tut mir leid. Die Bar ist raus, Leute. Hier oben. Guten Morgen. Durch? Ich übernehme da mal, ne? Da haben wir auf die altmodische Art. Alles, ne? Oh. Das ist schon sein. Das ist die Knarre, aber wen in die Hand nimmst du, blödes Schwein. Ja. Das war nicht gerade intelligent mit dem Schwein, ja? Juhu! Oh Gott! Aua, aua, aua! Was war denn das hier? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Also, ja. Hey! Guten Flug! Tanz, Hurensohn, Tanz! Tanz, Hurensohn, Tanz! Ja. Hoppa! Ihr könnt's behalten! Blödes Schwein! Boah! Ah! Okay, das Hologramm kann wohl immer wieder einsetzen, dann muss ich nicht finden, oh Gott sei Dank. Hätte mir jetzt sehr geärgert. Ich will mal kurz Muni, warte kurz. Muni, Muni darf der bringen. Wo denn?
Hör mal. Sehr gut. Nur ein totes Schwein ist ein gutes Schwein. So. Bleib getötet. Oh, scheiße. Und Ferrero. Bam. Ein Tipp in die Fresse. Ein Roundhouse-Kick in die Chance. So. Hör mal kurz Muni, ne? Fuck. Wow. Ja, komm. Du fette Sau. Runter. Sehr gut. Boah, ey, kommen dir da einfach solche Mistviecher entgegen? What the fuck? Ein Benzin, ne? Und natürlich haben die einzige Benzinvorrichtung, die sie hatten, haben natürlich die Aliens beschützt. Hm? Ah. Ah, warte. So geht's auch. Ah. Okay. Gut. Ah, jetzt verstehe ich das. Wir nehmen auch nur eins mit. Natürlich. Da wären zu viel. Ah, komm schon. Mach mal. Willst du spielen? Ja. Sehr schön. Schön, dass wir darüber reden konnten. Ja. Easy. Ja, Raketenwerfer löst die meisten Probleme. Gott. Benzinkanister. Genau, einen schönen Schluck. Nein! Oh, er hat sogar fast gereicht, ich durchgezogen. Ah, fuck. Falsche Teste für Boost. Oh. Das war auf 11 war vorbei wieder Borlins, ne? Glaube ich. So. Highway-Schlacht.
Aber wenn du hängen solltest, kannst du cheaten. Ich finde das gut, dass die Entwickler damit Werbung machen. Aber gut, okay. Finde ich aber gut, okay. Na gut, dann hätte man vielleicht sowas probieren müssen, wenn das hätte gar nicht funktioniert hätte. Aber Gott sei Dank ist nicht so weit hingekommen, weil Cheaten tut an die Ungarn. Ne? Ja! Oder auch Modden. Okay, Cheaten und Modden ist ein Unterschied, aber beides Dinge, die mich eigentlich ungern tun. Ich habe mal ganz gerne die Originalerfahrung. Damals bei GTA Vice City und so habe ich mal ein bisschen gescheatet, aber jetzt ich glaube ich aber auch ein Grenzen. Wahnsinn, ich liebe einfach die Originale. Ach Junge. Alter, das tritt sich fest. Das tut sich fest. Nochmal. Ein Auto. Blöd. Ich kann mein Auto überhaupt kaputt gehen, ich glaube nicht, oder? Ah, da geht's weiter. Ja. Oder? Vielleicht doch, aber eher auf dem Highway. Das heißt ja auch die Highway-Schlacht und nicht unter dem Highway. Okay, komm. Halt die Klappe, achso. Ah, lass mal durch, Kumpel. Oh, also der war schon weg. Okay. What the? Wer war da vorne, ne? Ach du, ich fährt mit dem Highway. Aber wie fährst du den LKW da mal? Lass mal die LKW-Schule besuchen. Oh. Aua. Aua. Und wenn ich den Gegenwind schmeißen, ist aber nicht fair. Warum fährt man keinen LKW? Okay, komm. Achso, ich hätte eh runter müssen. Na gut, okay. Ja, boah. Alter, Scheiße. Die jagt er mich? Oh Gott, der jagt mich jetzt oder nicht. Gula. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ah! Ah! Aua! Ah, eins hat mich erwischt. Alter! Kein Benzin mehr. Ey, hätten die noch mehr Ladungen mitnehmen können als nur eine? Highway-Schlacht, Teil 2. Okay, das Auto fahren wir jetzt vorbei, oder wie? Endgültig. Checkpoint. Das ist jemand, der Acht hat. Aua. Aua. Aua, aua. Oh. The Railgun. Oh, Digi. Beruhigt euch. Halt die Schnauze. Verstopfung wirst du nicht mehr haben. Stimmt, Verstopfung gar nicht mehr. Ich bin aus Vegas. Wir schießen erst und stellen später Fragen. Ist es eure Taktik oder was?
Quietsch nächstes Mal ein bisschen lauter. Ah, ne, ich brauch wieder Benzin. Ja, ich bekomme eine Benzinproblematik wieder hier. Ich habe mich da unter. Bist du? Da. Tag. Und weg mit dem Schinken. Wow. Ich bin gleich tot. Nein! Hey, okay, das war's. Ich lebe noch. Alter, ich hab jetzt überlebt. Ich hab eben schon mal ein Leben. Ende meines Lebens habe ich eben schon gesehen, Leute. Geht das ja? Na, damals hier sich in allen Spielen irgendwo durchballern. Du wirst keine schöne Leiche. Doch. Ich meine, die waren nicht mal schön, als sie gelebt haben. Die sollen ja eine schöne Leiche werden. Ich geh mal weiter. Ich glaube, die spawnen eh nur neu. Na, wohl, das scheint aber eine Waffe zu sein, die man gebrauchen kann. Die Schrotflinte. Mal. Dich umzulegen ist so einfach wie atmen. Pass weg! Geht die Leute auf den Kopf! Wer will ein Schweineschnitzel, ne? Garantiert frisch. Das stimmt. Also, die Werbung. War mit Blei, aber ist frisch. Jo. Ja, na. So. Damit rechnet man, ne? So. Einmal so, und du bist da. Klar, das, klar. Das sind jetzt mal Raketen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich ehrlich. Ja, tschüss, das erste Ding ist schon mal weg. Kommen wir die Schweinepriester wieder an. Okay. Ich bin der Duke. Nach mir kommt lange nichts. Ich bin der Duke. Nach mir kommt lange nichts. Ist das nicht? Nee, nochmal. Danke, einmal für das 3. Ich glaube, jetzt hilft mir auch keine Railgun mehr. So, na, geht das hier nicht, ne? Kittenwerfer? Ja. Warte. Er hat ihn weggeschmissen. Ah, hier den Balken müssen. Ah, fuck. Yeah.
Mehr Material, mehr Wunder Ärsche. Ey, jetzt aua, 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 aua. Scheiße, ich hab meine... Ich wusste nicht, dass du dann... Ich glaube, es bringt auch bald nichts mehr, ne? Der zieht ja nicht wieder auf, ne? Ne, no money. Ich glaube... Na komm, beende es. Können wir nochmal machen. Oh, ich hab wieder despawned, oder? Da. Scheiße. Aber mit dieser Wüste habe ich kein Glück, ne? Ja, ja. Du musst den RPG aber behalten, das wusste ich nicht. Wow, wer denn despawned einfach? Ist ja auch bescheuert. Oh. Na gut, egal. Spät für eine Lebensversicherung. Ich weiß nicht, wer die annimmt. Die müssen Schweine. Ich frag mich, wie viele Koteletts ich was hier machen kann. Bestimmt einige. Er kommt. Alter! Ich würde die hier genau dann einmal aufladen. Na, der holt ja die ganze Ladung an. Oh ja, ist gut. Genau. Also okay, man darf die im Grunde sind die also nicht wegwerfen. Warte mal. Der Baum geht nicht, okay. Dann den halt nicht, aber der andere. Sehr schön. Na, jetzt brauche ich ja nicht mehr.